Hallo und herzlich willkommen zu diesem Ölvideo der Woche. Heute wieder mit Ayla Bücher. Und unser heutiges Öl ist Melaleuca alternifolia oder auch das Teebaumöl genannt. 1970 landete Captain James Cook in der Nähe von Sydney in Australien. Und er wanderte da mit seinen Leuten, mit seinen Männern Richtung Norden und wunderte sich über diese vielen duftenden Bäume und Wälder. Und er hörte natürlich auch die vielen Geschichten der Ureinwohner über die fast schon magischen Fähigkeiten dieser Blätter. Teebaumöl ist bis heute eines der beliebtesten ätherischen Öle und hat auch tatsächlich die vielseitigsten Anwendungen. Grundsätzlich kann ich sagen, es ist ein Öl der Reinigung. Das heißt, wenn du dir gerne die Haut reinigen möchtest, gib ein paar Tropfen Teebaumöl auf ein Wattepad und reinige dir damit das Gesicht. Du kannst ein paar Tropfen Teebaumöl in die Waschmaschine mitgeben. Das wird deiner Wäsche einen extra Reinigungseffekt beifügen. Teebaumöl reinigt Schmutz, auch zum Beispiel auf Oberflächen, auch in der Haushaltsreinigung, komplett schadstofffrei. Und du wirst merken, besser als die meisten chemischen Haushaltsreiniger, die du möglicherweise bisher verwendet hast. Teebaumöl ist auch speziell wohltuend für die Kopfhaut. Das heißt, wenn deine Kopfhaut irgendwie ein bisschen Pflege möchte, sich wünscht, gib einfach ein paar Tropfen Teebaumöl direkt ins Shampoo oder noch besser, nach dem Haarewaschen in die noch nassen Haare einmassieren. Das heißt, du gibst dir ein paar Tropfen Teebaumöl auf die Hand oder direkt auf die Kopfhaut und massierst dir das damit ein. Studien haben gezeigt, dass mit eines der wichtigsten Dinge, die man täglich tun kann, um Haarausfall vorzubeugen und für kräftiges Haar zu sorgen, ist wirklich, sich täglich mehrere Minuten lang die Kopfhaut zu massieren. Und das ist natürlich ideal gleich mit dem Teebaumöl zusammen. Wenn du dir einen Splitter zugezogen hast und du möchtest dir den Splitter aus der Haut ziehen, gib erst einen Tropfen Teebaumöl drauf, weil Teebaumöl macht die Haut auch schön weich und du wirst den Splitter besser rauskriegen. Für die Teppichreinigung gibt es ein ganz tolles Rezept, 1:1 Teebaumöl mit Lavendelöl in etwas Backsoda geben, das schön verrühren, vermischen, auf den Teppich sprühen und dann über Nacht zum Beispiel einwirken lassen, am nächsten Tag wieder absaugen. Es wird deinem vielleicht schon etwas muffligen Teppich eine herrliche Frische verleihen. Du kannst dir natürlich die gleiche Mischung mit Teebaumöl oder auch kombiniert mit Teebaumöl und Lavendel in einen Frische-Spray geben und auf die Bettlaken sprühen, auf den muffligen Teppich sprühen, in einen Raum sprühen, wo möglicherweise die Raumluft nicht mehr ganz so frisch ist. Oder wenn du es dir leicht machen möchtest, einfach direkt in Diffuser geben. Teebaumöl im Diffuser wird dem ganzen Raum eine herrlich frische, reine, gereinigte Atmosphäre geben. Teebaumöl ist auch ein Öl des Schutzes. Teebaumöl wird dich schützen vor verschiedenen Dingen, die dir nicht gut tun. Also speziell in der Winterszeit, wenn du einfach ein paar Tropfen Öl täglich wirklich in deinem Diffuser hast, den Diffuser laufen lässt, wird dich das schützen, speziell wenn du Besuch von außen kriegst, speziell wenn du jemanden hast, der stark niesen muss oder sowas in der Art. Teebaumöl sehr, sehr toll. Grundsätzlich bei allen möglichen Arten von Hautirritation, Haut, was auch immer, gib ein bisschen Teebaumöl drauf. Und wenn die Haut sehr rau ist und sehr empfindlich ist, dann vermische es unbedingt mit etwas V6, damit es nicht ganz so stark ist. Ätherische Öle sind ja total pur und total stark. Und manchmal ist es ein bisschen zu viel für die Haut, speziell wenn du einen ganz sensitiven Hauttypus bist. In dem Fall einfach mit V6 oder wenn du noch kein V6 hast, mit einem anderen Pflanzenöl, wie zum Beispiel Kokosöl, Olivenöl, Sesamöl, was du zu Hause hast, einfach mischen und auf die Hautstelle auftragen. Das war das heutige Ölvideo der Woche. Heute mit Teebaumöl und Ayla Bücher. Ich wünsche dir sehr viel Freude beim Ausprobieren, was Teebaumöl alles so kann. Ich hoffe, ich konnte dir einige nützliche Tipps geben, die dich inspirieren, Teebaumöl in deinem Haushalt ganz aktiv einzusetzen. Ich freue mich bis auf unser nächstes Video. Bis dann, alles Gute, viel Freude und tschüss.